Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte liebe Gäste, was war das für ein Jahr, das Jahr 2014? Noch kein Jahr habe ich erlebt, in dem so viele kriegerische Konflikte, Gewalt, Terror und unvorstellbare Grausamkeiten geschehen sind. Heute ist der Frieden unserer Welt wieder fragil. Wie lange nicht mehr. Ich habe dieses Jahr 2014 in vielem als unübersichtlich, ja, in vielem auch als verstörend erlebt. Wenn ich andererseits auf unsere Ortskirche Rottenburg-Stuttgart schaue, blicke ich sehr dankbar zurück auf vieles, was geschehen und gelungen ist. Die herausragende Arbeit zehntausender Ehrenamtlicher in unserer Kirchengemeinden, die mit ihrem vielfältigen Engagement Zeugnis ablegen für die heilsame Wirkung der christlichen Botschaft. 2014 möchte ich besonders die Hilfe und die Unterstützung für Flüchtlinge hervorheben, die in so vielen Gemeinden geschehen ist. Ihnen allen, die ihren Glauben leben und bezeugen, sind wir ganz besonders dankbar. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit Blick auf die Krisenherde in Osteuropa, die Bürgerkriege in der arabischen Welt und die Flüchtlingsströme scheint die Welt wie aus den Fugen geraten zu sein. Angesichts der Entwicklungen in unseren modernen Gesellschaften diagnostiziert Gabor Steingart, ein früherer Spiegeljournalist und bis 2012 Chefredakteur des Handelsblattes Hannover, einen höchst beschleunigten Veränderungsprozess in allen Teilen unserer Lebenswelten. Nichts sei mehr normal, sagt er. Das Normale habe sein Recht und seine selbstverständliche Geltung, die im Alltag uns ja auch trägt, eingebüßt. Und so trägt eines seiner neueren Bücher den Titel »Das Ende der Normalität«. Nachruf auf unser Leben, wie es bisher war. Am Ende seines Nachrufes formuliert Steingart ein erstaunliches Resümee, bei dem in überraschender Weise die beiden großen Kirchen in Deutschland ins Spiel kommen. Da heißt es, auch die zwei deutschen Großreligionen, er meint hier die beiden christlichen Konfessionen, auch die zwei deutschen Großreligionen, diese Verfemten, könnten neu befragt werden. Vielleicht haben sie gerade jetzt, wo ihre Kraft nicht mehr reicht, die Gesellschaft zu dominieren, ihr Brauchbares anzubieten. Niemand muss ein Gefolgsmann Martin Luthers oder Messdiener des Papstes werden, um die Stille der Kirchen und die Spiritualität ihrer Gottesdienste als bereichernd zu erleben. Wir können die Erzählungen der Apostel weiterhin als Werbebotschaft für ein ungewisses Jenseits interpretieren und mit routinierter Empörung zurückweisen. Mit gleichem Recht können wir diese Botschaften aber auch als Gleichnisse lesen. Die Nachdenklichkeit anregen und Trost spenden. Dauertiefstpreise gibt es an jeder Ecke. Hoffnung aber haben Schlecke und Mediamarkt bisher nicht im Sortiment. Gerade in der entgrenzten, beschleunigten, atomisierten Welt braucht das Individuum eine Ordnung. Ohne sie ist der Einzelne vereinzelt. Wird die Freiheit zur Willkür, führt Konkurrenzkampf zur Rücksichtslosigkeit, lässt Eigennutz alle sozialen Regungen abstärken. Noltes Fülle der Gesellschaft wirkt, wenn sie unsortiert stehen bleibt, als Orientierungslosigkeit in sie zurück. An das Individuum stellt die neue Zeit damit hohe Anforderungen. Das Ende der Normalität bedeutet eben nicht das Ende der Geschichte, sondern
den Beginn einer neuen Zeit. Es wird keine leichte Zeit sein. So Gabor Steingart. Liebe Damen und Herren, auch in der neuen Zeit braucht es offensichtlich Sinn gegen die Leere, gegen Verzweiflung und Apathie. Und es braucht Orientierung angesichts der absoluten Ungewissheiten und des Feuerwerkes der Komplexitäten unserer Zeit. An diesem Beginn einer neuen Zeit könnte das Christentum, für das die Kirchen stehen, so neu nach ihrem Brauchbaren befragt werden. Denn es hat in der Tat der Gesellschaft, den Menschen, Brauchbares anzubieten. Neue Nachdenklichkeit, Spiritualität, Räume der Stille im Lärm, Orientierung, Kraft, Hoffnung, Trost. Und ich füge noch hinzu, als Brauchbares, besonders in dieser Zeit, hat das Christentum anzubieten, sein Bild vom Menschen. Jeder Mensch hat seine unverlierbare Würde, und zwar nicht durch Leistung, nicht durch sein Können, seine Stellung oder seine Abstammung, sondern durch sein Menschsein. Der Mensch ist Person. Aus ihr leiten sich seine Personenwürde und seine Personenrechte ab. Der Mensch ist Person, nicht weil er sein eigenes Produkt ist, sondern weil er Geschöpf Gottes und Gottes Ebenbild ist. Unter der Perspektive aus dem Geist des Christentums Brauchbares anzubieten und so auch Sinn und Orientierung zu geben, möchte ich heute zu einigen Themen zu Ihnen sprechen. Ich werde zunächst auf die aktuellen Herausforderungen durch die dramatischen Flüchtlingsbewegungen eingehen und dann auf die bewegten Zeiten und irritierenden Vorgänge in der islamischen Welt blicken. In einem zweiten Teil werde ich Ehe und Familie als Leitbild für unsere Gesellschaft thematisieren und zuletzt unsere diözesane pastorale Konzeption einer Erneuerung der Ortskirche von Rottenburg-Stuttgart vorstellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Menschen sind auf der Flucht in einem Ausmaß wie nie in der Geschichte. Wieder sehen wir in diesen Tagen die aufrüttelnden Bilder in der großen Zahl von Flüchtlingen und in ihren ganz unterschiedlichen Situationen. Niemand kann da tatenlos zusehen. Genauso wenig hat jemand ein Patentrezept bereit. Aber es muss mehr und Überlegteres geschehen. Jeder muss tun, was ihm möglich ist. Insbesondere für die Menschen, die jetzt schon da sind und schon unterwegs sind zu uns. Was wir als Ortskirche bisher getan haben, möchte ich Ihnen kurz vorstellen. Als ich im Frühsommer 2013 die Lage dramatisch zuspitzte und Papst Franziskus Lampedusa in Süditalien besuchte, haben wir die Verantwortlichen und alle in der Diözese dazu aufgerufen, die Initiative von Franziskus zur Aufnahme und menschenwürdigen Behandlung der Flüchtlinge umzusetzen. Im Zusammenhang des Kongresses zur Bedeutung des heiligen Martin, unseres Diözesanpatrons, für unsere Zeit im Oktober 2013 habe ich das Kloster Weingarten als Herberge für Flüchtlinge geöffnet und für die aktuellen Aktivitäten einen bischöflichen Beauftragten für Flüchtlinge bestellt. Im Mai 2014 sind dort im Weingarten 40 Flüchtlinge aus Afrika eingezogen. Wir haben am Flüchtlingsgipfel der Landesregierung teilgenommen und die seit Jahrzehnten stattfindende Flüchtlingsarbeit des Caritasverbandes öffentlich auch einmal vorgestellt. Im Dezember haben dann Chaldäer, ca. 3000 chaldäische Christen aus dem Irak, sind hierher schon geflohen, in Stuttgart die St. Pauluskirche zusammen
mit dem Gemeindezentrum im Stadtteil Rohracker übereignet. Mein Besuch einiger von der Kirche für Flüchtlinge zur Verfügung gestellten Unterkünfte sollte zeigen, dass uns Flüchtlinge willkommen sind. Ich möchte in diesem Zusammenhang besonderen Dank aussprechen an die unerwartet große Zahl von Ehrenamtlichen und Helfern und Hauptamtlichen, die im Umkreis dieser Flüchtlingseinrichtungen oder dieser Flüchtlingsherbergen tätig sind und sonst in vielfacher Weise sich für Flüchtlinge einsetzen. Ich danke für die große Offenheit und Kooperationsbereitschaft der Behörden, der Städte und Landkreise und auch der vor Ort kirchlichen Einrichtungen. Durch ihre aller Mitwirkung haben Flüchtlinge seit Frühjahr 2014, insbesondere aus Afrika, aus Syrien und dem Irak, in größeren Unterkünften der katholischen Kirche Unterkunft erhalten. Kirchheim am Ries, Klosterweingarten, Ogelsbeuren, Familiendorf Langenargen und in Ergensingen im Kloster der Schönstattschwestern. Meine Damen und Herren, führe ich hier nur blinden Aktivismus vor? Oder gar taktisches Handeln zur Imagepflege einer gebeutelten Kirche? Der Auftrag der katholischen Kirche wie der anderen Kirchen und christlichen Gemeinschaften mit ihren karitativen und diakonischen Einrichtungen war es immer, den Schwachen und Bedrängten in besonderer Weise beizustehen und so ihrer Personenwürde zu entsprechen und gerecht zu werden. In meiner Weihnachtspredigt in Rottenburg habe ich dies begründet. Die Weihnachtsgeschichte, die ganze biblische Botschaft, Jesus' Sendung und sein Verhalten, das sich besonders den Verlorenen zuwendet. Und schließlich St. Martin, unser Diözesanpatron, sie alle zeigen, die Sorge um Fremde, um Obdachlose und Flüchtlinge gehört zum Kernbestand der christlichen Botschaft und des christlichen Handelns. Zur Hilfe für die Flüchtlinge stehen unsere Ortskirche mit den im letzten Jahr bereitgestellten finanziellen Mitteln inzwischen über 12 Millionen Euro zur aktuellen Verfügung. Auch hier möchte ich allen für das Engagement zur Mittelbereitstellung danken. Mein Dank geht an den Diözesanrat, an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Diözesankurie, insbesondere auch an den Generalvikar und den Finanzdirektor und die Mitarbeiter der Verwaltungszentren und nicht zuletzt der Kirchengemeinden mit ihren Verantwortlichen vor Ort, die die Hilfe für die Flüchtlinge zu ihrer Sache gemacht haben und schon lange auch zur Sache, selbst schon zur Sache gemacht haben und wo vieles Gutes geschehen ist. Meine Damen und Herren, als Kirchen haben wir relativ wenig Einfluss auf die Fluchtursachen in den Kriegsregionen und den Unterdrückungsstaaten. Wir wissen aber auch, dass es für die Menschen, die fliehen müssen, besser wäre. Sie könnten in ihren Heimatländern unter Bedingungen leben, die es ihnen ermöglichten, in der Heimat zu bleiben, statt alles zu verlassen. Wir alle, insbesondere die politischen Verantwortungsträger, sollten deshalb mehr zur Bekämpfung der Fluchtursachen vor Ort tun und so Flucht im Interesse der Menschen und der Länder, in denen sie leben, vermeiden helfen. Oft fliehen gerade die Menschen, die in ihrem Heimatland zum Aufbau einer humanen Gesellschaft dringend gebraucht würden. Deshalb sind auch in unserem Diözesanhaushalt die oben genannten finanziellen Mittel gesplittet, um die Hälfte der bereitgestellten Gelder zur Bekämpfung der Fluchtursachen vor Ort einsetzen zu können. Wie werden wir uns als Diözese weiter verhalten? Unsere Diözese und ihr Caritasverband werden den eingeschlagenen Kurs weitergehen. Auf dem Areal der Vinzenz-Palotti-Kirche in Stuttgart-Birkach wird in Bälde ein integratives Wohnbauprojekt für Einheimische und Flüchtlinge entstehen. Und wir werden weiter schauen, wo noch Potenziale bei kirchlichen Immobilien liegen, Flüchtlinge aufzunehmen. Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Die islamische Welt erlebt gegenwärtig irritierende Zeiten. Ich äußere mich dazu jetzt nicht als Politiker, aber als Bischof der katholischen Kirche. Denn das Verhältnis zu den Muslimen in unserer Gesellschaft hat auch zu tun mit dem christlich-islamischen Dialog, so wie wir ihn als christliche Religion, als katholische Kirche führen. Im Zusammenhang mit Ereignissen und Entwicklungen in der arabischen Welt seit dem sogenannten arabischen Frühling und in diesem Kontext zu uns kommenden Flüchtlingen muslimischen Glaubens sind manche besorgt. Auch Vorkommnisse in Deutschland mit extrem islamistischen Gruppierungen beunruhigen Menschen bei uns. Im Übrigen nicht nur uns, sondern auch die Mehrzahl der Muslime in Deutschland. Ich bin den verschiedenen Repräsentanten der Muslime in Baden-Württemberg dankbar, dass sie meine Einladung schon im Jahr 2005 zu einem jährlichen runden Tisch zum Dialog mit den verschiedenen Gruppierungen des Islam angenommen haben. Seither treffen wir uns jährlich zu thematisch ausgerichteten Gesprächen. Über eine Presseerklärung nach unserem Treffen im Mai 2014 haben wir gemeinsam mitgeteilt, dass wir gemeinsam Bürgerkriegsopfern beistehen wollen und dass Diözese und baden-württembergische Muslime gemeinsam Hilfsprojekte in arabischen Gegenden, Ländern stärken wollen. Und ich bin den muslimischen Gesprächspartnern sehr dankbar für dieses wichtige Zeichen. Im Mai diesen Jahres 2015 werden wir uns wieder treffen, um nach 10 Jahren runder Tisch der katholischen Kirche, der Diözese, mit den Repräsentanten der verschiedenen muslimischen Gruppierungen eine Bilanz der bisherigen Gespräche zu ziehen und um die aktuelle Situation im Blick auf zukünftige Perspektiven zu besprechen. Wir führen dort offene Gespräche in einer guten, konstruktiven Atmosphäre. Meine Damen und Herren, die Ortskirche Rottenburg-Stuttgart führt diese Gespräche nicht ohne Voraussetzungen. Immer wieder habe ich zum Ausdruck gebracht, dass die katholische Kirche den Dialog mit den Muslimen auf der Grundlage der Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils zum Dialog mit den Weltregionen, Nostra Aetate heißt dieses Dokument, führt. Dieser lesenswerte Text des Zweiten Vatikanischen Konzils ist für mich Richtung und Richtschnur der Dialoge, die ich führe. Auch in schwierigen Situationen wollen wir den Dialog und brauchen wir ihn. Nun ist die gegenwärtige Situation ja nicht einfach. Aber, so sagte Kardinal Turin, der Leiter des päpstlichen Kulturrates, am Ende des dritten christlich-muslimischen Gipfels im Dezember 2014 im Vatikan, je schwieriger die Lage, desto mehr Dialog ist nötig. Anlässlich der innerislamischen Auseinandersetzungen und der erschreckenden Erfahrung mit ISIS und anderen Terrorgruppen hat der Ständige Rat der Bischofskonferenz am 25. August 2014 eine Stellungnahme unter dem Titel abgegeben: Der Terror im Irak muss aufgehalten werden. Ich trage daraus aus dieser Stellungnahme einige Zeilen vor. Die Lage im Orient wirft für viele in unserer Gesellschaft die Frage nach der Rolle des Islam auf. Besonders verstörend wirkt es, dass hunderte Muslime, die in Europa gelebt haben, sich dem Kampf von ISIS und anderen militanten oder terroristischen Organisationen angeschlossen haben. Die deutschen Bischöfe stellen sich auch weiterhin all jenen entgegen, die das Feindbild eines seinem Wesen nach gewalttätigen Islam propagieren. Islam und ISIS sind nicht dasselbe. Vielmehr tobt in der muslimischen Welt selbst ein hitziger, manchmal erbarmungsloser Kampf um das rechte Verständnis der eigenen Religion. Und zu Recht wird immer wieder auf die große Zahl der Muslime hingewiesen, die selbst
Opfer dieses Konfliktes werden. Hier sind die muslimischen Religions- und Staatsführer in besonderer Weise gefordert, Position zu beziehen. Nun ist vor einigen Wochen eine Demonstrationsbewegung entstanden, die sich patriotische Europäer gegen Islamisierung des Abendlandes nennt. In meiner Predigt zum Weihnachtsfest habe ich dazu Folgendes gesagt. Wer unter dem Vorwand, das christliche Abendland vor Überfremdung bewahren zu wollen, Flüchtlingen Hilfe verwehrt, welcher Religion auch immer, der verrät gerade die christlichen Werte, auf denen das Abendland gründet. Die Anhänger der Pegida-Bewegung merken offensichtlich gar nicht, wie sehr sie selbst dem Geist des christlichen Abendlandes zuwiderhandeln. Wer christliche Weihnachtslieder singt, das war damals einige Tage zuvor geschehen, wer christliche Weihnachtslieder singt, der muss auch den Sinn der Lieder erfassen. Sie handeln nämlich von der Weihnachtsgeschichte und drücken aus, dass Gott in Jesus besonders mit den Verlorenen, den Bedrängten und Abgewiesenen ist, dass er ihr Retter ist. Meine Damen und Herren, wer, wenn nicht die aufgrund von Terror Vertriebenen und die aufgrund von Todesdrohungen und Gewalttaten Flüchtenden, sind solche Verlorene sonst? In Gottes und Jesu Spur sind wir Christen aufgerufen, Flüchtlingen und allen Menschen in Not zu helfen, welcher Religion auch immer sie angehören. Meine Damen und Herren, religiöse Intoleranz, innerislamische Entwicklungen sowie die Verfolgung von Muslimen je anderer Glaubensrichtungen, die Verfolgung von Jesiden und in ganz besonderer großer Zahl von Christen werfen auch die Frage nach der Religionsfreiheit als Menschenrecht und als Folge von Menschenwürde in den Staaten und Gesellschaften weltweit auf. Angesichts der Verfolgung je anderer religiöser Glaubensangehöriger ist die Gewährung der Religionsfreiheit eine Forderung von allerhöchster Priorität. In allen Dialogen, die ich führe, fordere ich immer wieder die Anerkennung der Religionsfreiheit als eines Menschenrechts, das jedem Menschen aufgrund seiner Personenwürde zukommt. In der Erklärung über die Würde der menschlichen Person hat das Zweite Vatikanische Konzil die Bedeutung der Religionsfreiheit umfassend niedergelegt. Ich darf nur ein Zitat aus Dignitatis Humanae, so beginnt diese Erklärung, vortragen. Das Zweite Vatikanische Konzil erklärt, dass die menschliche Person das Recht auf religiöse Freiheit hat. Diese Freiheit besteht darin, dass alle Menschen frei sein müssen von jedem Zwang. Ferner erklärt das Konzil, das Recht auf religiöse Freiheit sei in Wahrheit auf die Würde der menschlichen Person selbst gegründet, so wie sie durch das geoffenbarte Wort und die Vernunft erkannt wird. Dieses Recht der menschlichen Person auf religiöse Freiheit muss in der rechtlichen Ordnung der Gesellschaft so anerkannt werden, dass es zum bürgerlichen Recht wird. Soweit ein Abschnitt aus dieser Erklärung. Die Geltung und Respektierung der Religionsfreiheit fordern wir in unserem Land genauso wie in allen anderen Ländern auch. Meine Damen und Herren, im zweiten Teil möchte ich nur noch auf zwei andere Themen eingehen, die von großer Auswirkung für das Zusammenleben der Menschen sind. Ehe und Familie und die Vision der Erneuerung unserer Ortskirche Rottenburg-Stuttgart. Im vergangenen Jahr hat die Bischofssynode im Oktober in Rom zum Thema die pastoralen Herausforderungen der Familie große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ein umfangreicher offizieller Abschlussbericht ist inzwischen öffentlich und kann von jedermann eingesehen werden. Der Bericht zeigt, mit welch großer Offenheit, ausdrücklich auf Wunsch des Papstes, auch kontroverse Themen diskutiert wurden. Die Deutsche Bischofskonferenz hat ihre intensiv vorbereitete Sicht zu einigen Fragen der Ehe und Familie und der Ehe und Familienpastoral
eingebracht. Niemand konnte realistischerweise damit rechnen, dass sich die Synode zum Thema wiederverheiratet Geschiedene schon bei dieser Versammlung auf eine pastorale Weisung einigen würde. Sie kennen ja über die Medien die Kontroverspunkte und die Art und Weise der Auseinandersetzung. Nun wird es darum gehen, bis zum Oktober 2015 bei der zweiten Synode wichtige Schritte voranzukommen. Das wird nicht einfach sein. Was die Bischofskonferenz in eigener Zuständigkeit verwirklichen kann, wird sie tun. Wir haben dies beim Ständigen Rat im November ausdrücklich bekräftigt. Insbesondere gilt das für die Veränderung des kirchlichen Arbeitsrechts im Hinblick auf wiederverheiratet Geschiedene und im Blick auf Menschen, die in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften leben. Ich gehe fest davon aus, dass bis zum April hier in der bisher vorgesehenen Weise entschieden wird. Meine Damen und Herren, Ehe und Familie ist alles andere als ein Auslaufmodell. Wie mein informierte Zukunftswissenschaftler Horst Opaschowski, Gründer der Stiftung Zukunftsfragen und Leiter des Instituts für Zukunftsforschung in Hamburg, schreibt in seinem soeben erschienenen Buch zu Ehe und Familie mit dem Titel »So wollen wir leben« die 10 Zukunftshoffnungen der Deutschen. Ich zitiere: Das Plädoyer der Bevölkerung ist eindeutig. Was auch immer auf uns zukommt, für mich ist und bleibt die Familie das Wichtigste im Leben, sagen nach dieser wissenschaftlichen Untersuchung 88% der Bundesbürger. Familie gilt also als oberster und wichtigster Lebensinhalt. Dieses Lebensmodell sei demnach der größte Reichtum des Landes. Ehe und Familie ist auch und gerade bei den Jugendlichen kein Auslaufmodell. Die wissenschaftliche Untersuchung belegt, dass auch über 80% der Befragten Jugendlichen eine Ehe gründen und Kinder haben möchten. Der Wunsch, dass dies gelingen möge, entspricht also der großen Mehrzahl der jungen Menschen, wenn sie in ihre Zukunft blicken. Diesem Wunsch, zum Gelingen zu verhelfen, mit zu ermöglichen, dass diese Sehnsucht in Erfüllung gehen kann und dass daraus neues Leben entstehen kann, Kinder geboren werden, das sollten wir alle in der eigenen Grundhaltung ebenso wie in der Erziehung, in der Bildung, in der Gestaltung der Wirtschaft, in der Politik, für die Familien, für Frauen und Männer in ihren Berufen und am Arbeitsplatz alles tun, was in unserer Kraft steht. Denn besonders aus unseren Familien wächst die Zukunft heran, die auch uns später gut tut und leben lässt. In meinen Neujahrsansprachen habe ich wiederholt auf die große Bedeutung von Ehe und Familie für unsere Gesellschaft und ihre gute Zukunft hingewiesen und das auch entsprechend ausgeführt. Und ich werde nicht müde werden, das auch weiterhin zu tun. Rang, Verständnis und Bedeutung von Ehe und Familie sind gerade deshalb ein Schlüssel für die Beurteilung des Bildungsplanes, der 2014 von der Landesregierung ausgearbeitet wurde. Der Bildungsplan hat einigen auch öffentlichen Wirbel erzeugt. Die Arbeit am neuen Bildungsplan läuft inzwischen, nach meinen Informationen, in ruhigeren Bahnen. Ich freue mich, dass Eltern und Lehrerschaft gemeinsam eine unter dem Stichwort sexuelle Vielfalt firmierende Art der Pädagogik abgewendet haben. Ich freue mich ganz besonders, dass in den Leitlinien des Bildungsplans, dessen Inkrafttreten 2016 ansteht, Ehe und Familie wieder vorne stehen. Meine Damen und Herren, der letzte Abschnitt steht unter der Frage: Wie geht es mit unserer Kirche, unserer Diözese und vor allem mit unseren Kirchengemeinden und Seelsorgeeinheiten weiter? Im Dialog und Erneuerungsprozess der Diözese Rottenburg-Stuttgart wurde in den vielen Gesprächen deutlich: Höchste Priorität hat bei den Katholiken unserer Diözese die Sorge, wie es angesichts der jetzigen Situation unserer Kirche, beispielsweise angesichts der sich verändernden Kirchenbindung, weitergeht. Gleichzeitig wünschen sich die Katholiken in der Diözese eine Kirche im pastoralen Nahraum
und sie sehnen sich nach einem direkten personalen Angebot vor Ort. Die Kirche wird vor Ort präsent bleiben. Dafür werde ich mich einsetzen und mit all meiner Kraft auch kämpfen. Um dieses zu erreichen, haben wir eine pastorale Konzeption entwickelt, die überschrieben ist: Kirche am Ort, Kirche an vielen Orten gestalten, ein dialogischer Prozess für die Zukunft. Träger des Prozesses werden die Kirchengemeinden und die Seelsorgeeinrichtungen in unserer Diözese sein. Sie werden im Kontext der diözesanen Orientierungen und mit Unterstützung der Dekanate ihren eigenen Prozess der Erneuerung gestalten. Der Prozess betrifft nicht allein die Kirchengemeinden und die Seelsorgeeinheiten. Künftig wird es auch um ein vernetztes Arbeiten gehen, das die unterschiedlichen Orte der Pastoral in den Seelsorgeräumen insgesamt stärken soll. Hier möchte ich beispielsweise nennen die City-Pastoral, die Erwachsenenbildung, die Jugendpastoral, die Einrichtungen der Caritas, die Trauerpastoral oder auch die Krankenhausseelsorge, um nur einige zu nennen. Diese und andere pastorale Orte zu vernetzen, sie zu profilieren, sie zu animieren, voneinander zu lernen und sich besser aufeinander abzustimmen, das sind die Ziele, die wir mit dem Prozess Kirche am Ort, Kirche an vielen Orten gestalten, in den kommenden Monaten und Jahren zusammen angehen werden. Immer wieder hören die Verantwortlichen für den pastoralen Erneuerungsprozess die Sorge, dass trotz aller Qualifizierungsangebote die Kirche vor Ort mit der Umgestaltung sich selbst überlassen sein könnte. Um dem vorzubeugen, bekommen alle für die Gestaltung und Durchführung ihres Prozesses ein Instrument an die Hand, den Entwicklungsplan Pastoral und eine entsprechende Anleitung, diese Gespräche und diese Vernetzungen auch miteinander zu vollbringen. Der Entwicklungsplan Pastoral dient als Leitfaden und Unterstützung für alle pastorale Orte, ihre Kräfte zu vernetzen und zu bündeln. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir spüren alle, Kirche verändert sich. Dass sie sich verheutigen muss, spüren wir genauso. Dass sie sich verheutigen muss, damit ihre Botschaft die Menschen erreicht. Aggiornamento, das große Stichwort, das das Konzil, das Zweite Vatikanische Konzil begleitet hat, ist erneut angesagt. Für die Erneuerung der Pastoral vor Ort ist das Mitwirken der getauften und gefirmten Christen und Christinnen von ganz großer Bedeutung. Ehrenamtlich tätig zu sein heißt, die Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils vom gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen zu verwirklichen. Die kommende Wahl der Kirchengemeinderäte und Pastoralräte ist in dem vor uns liegenden Entwicklungsprozess deshalb ein wichtiger Meilenstein. In 2 Monaten, am 15. März 2015, werden die Räte gewählt mit einer besonderen Chance. Sie gestalten miteinander und vernetzt in der Seelsorgeeinheit und im Dekanat Kirche am Ort. Wer im Kirchengemeinderat oder Pastoralrat mitwirkt, der sagt, ich bin dabei, ich wirke mit. Das macht die Aufgabe so reizvoll und wichtig und macht sicherlich auch Freude, bei aller Mühsal, die auch damit verbunden ist. Damit die Arbeit der Räte sich auf eine solide Basis der Zustimmung stützen kann, bitte ich alle Mitglieder der Kirche von Rottenburg, sich für die Wahlen zu engagieren, wählen zu gehen und sich möglicherweise als Kandidatin oder auch als Kandidat zur Verfügung zu stellen. Wir brauchen sie. Ich möchte die Gläubigen der Diözese ermuntern, sich zu trauen, eine zeitgenössische, eine pilgernde, gastfreundliche Kirche, eine missionarische Kirche zu sein. Eine Kirche, die sich dialogisch verhält und schöpfungsfreundlich ausgerichtet ist. Diesem Ziel dient der diözesane Prozess Kirche am Ort, Kirche an vielen Orten gestalten.
Ich verspreche mir von diesem Entwicklungsweg eine geistliche und strukturelle Erneuerung unserer Diözese. Alle Erneuerungsprozesse haben im Letzten das Ziel, eine Kirche lebendig zu gestalten, die für heimatlos gewordene, suchende Menschen bewohnbar ist. Und zwar ganzheitlich, intellektuell, ethisch und auch ästhetisch. Meine Vision ist eine Kirche, in deren Gemeinschaft die Sinnsuchenden Sinn finden, ohne dass die Kirche zur Nische wird, zum Milieu verkommt. Ziel unserer Initiativen und Veränderungen ist es, Kirchengemeinden als geistlich lebendige Räume zu stärken, in denen und an denen das heilsame Evangelium Jesu Christi erfahrbar bleibt, erlebbar wird. Und dass Menschen in diesen Lebensräumen dann ihre geistliche und persönliche Heimat finden. Meine Vision ist eine Kirche, die sich insbesondere der Armen und Bedrängten aller Art annimmt. Das ist ein Stichwort aus den ersten Abschnitten, aus den ersten Sätzen des Zweiten Vatikanischen Konzils, der Konstitution Lumen Gentium. Meine Vision ist eine Kirche, eine diakonisch karitative Kirche, die zeichenhaft wirkt. Wo sich dies ereignet, da handelt Kirche missionarisch. Es ist meine Vision von der Zukunft der Kirche, dass uns insbesondere geistliche Erneuerung in unseren Kirchengemeinden, in den Seelsorgeeinheiten und in christkatholischen Einrichtungen und bei all unseren Aktivitäten gelingen möge. Alle, die getauft sind auf den Geist Christi, werden hierzu gebraucht. Wir alle in den unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, den Aufgaben und den Charismen, in den Diensten und Ämtern ebenso wie in den Ehrenämtern sind Werkzeuge des Gottesgeistes, den wir an Jesu Lebenswerk, an seiner Gottesbeziehung, an seinem Menschsein gewissermaßen ablesen können. So verstanden lebt in der Gemeinschaft der Gläubigen der Gottessohn und der Menschensohn. Mit allem leitet uns die Perspektive, Gott und den Menschen nahe zu sein, in dieser Welt, in dieser Zeit. Lassen Sie uns die ganze Ortskirche Rottenburg-Stuttgart, die christlichen Gemeinden und Einrichtungen als Orte verstehen, in denen der Geist und Sinn Jesu Christi erlebt werden kann. Lassen Sie uns gemeinsam diese Vision einer lebendigen Kirche aus dem Geist Jesu Christi verwirklichen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke allen von Herzen, die im vergangenen Jahr durch ihr Engagement mitgewirkt haben an der Verkündigung des Evangeliums, der heilsamen Botschaft für alle. Ebenso danke ich allen, die auch 2015 dabei sein wollen und neu dabei sein werden. So wünsche ich Ihnen, liebe Schwestern, liebe Brüder, Ihnen, verehrte, liebe Gäste, Damen und Herren, die Sie gekommen sind, ein gesegnetes neues Jahr 2015.